Fantastic. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Agar und ich fresse sofort mal die ersten Kollegen. Der hat mir ein paar Punkte schon gebracht. 187 zum Start doch schon mal ganz gut. Und dann geht's auch direkt weiter. Jetzt jagt er mich, aber da oben ist doch schon wieder Kleinkram, den wir fressen können. Sabatim oder Agar, den können wir auch jagen vielleicht. Mal gucken. Oh ne, der ist da oben reingefressen. Oh ja, gut. Jetzt wurden wir selbst gefrühstückt. Das war natürlich jetzt ja, chancenlos sozusagen. Da in der Ecke kamen wir nicht wieder weg. Der hat uns mal eben zum Frühstück mitgegessen. Das ist aber nicht weiter schlimm, wir machen einfach direkt weiter, wir lassen uns nicht unterkriegen und werden weiter fleißig kleine bunte Punkte fressen, um viele Punkte zu kriegen. Jawohl, da haben wir den ersten direkt eingeatmet und 600 Punkte jetzt. Oh, alter Vater. Was ist das denn für ein Koloss hier? Agar-Tube wird das sein, Platz 1. Der ist natürlich mal ultra riesig und jetzt bin ich hier schon so ein bisschen in der Ecke gefangen sozusagen. Ihr seht das ja, unten rechts ist ja so ein bisschen die... Der Platz, wo man das so ein bisschen sehen kann. Wir müssen mal schauen, wie wir jetzt hier aus der Nummer rauskommen, wenn der Typ jetzt hier rumwandert. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon hin. 700 Punkte haben wir schon mal. Das ist für den Start doch mal nicht verkehrt. Aber da geht natürlich noch mehr. So, ich würde sagen, den Ewe, den holen wir uns jetzt mal. Und da ist doch direkt noch ein bisschen was Kleineres. Toothbrush, den nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir schon die 1000-Punkte-Marke geknackt. Das ging fix diesmal. Wir werden besser... Oh ja, hier. Ah. Komm schon. Dich will ich haben. Weißt du was? Komm. Zap, tada, tada. Wir holen uns alles. 1700 Punkte schon. Es geht voran. Es geht voran. Jetzt bin ich zwar vierfach geteilt, aber da in der Situation ging es. Jetzt fangen wir mal den kleinen Pedo hier. Ne, den kriegen wir nicht. Und nochmal teilen will ich mich jetzt aber wirklich nicht. Das erste haben wir schon mal zusammengedödelt. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir so eine Mickey Maus. Ohren, wenn man sich das jetzt weiter nach oben dreht. Komm, geh zusammen. Geh zusammen, ja. Komm, Junge. Geh zusammen. Jetzt klingelt das Telefon. Eine Sekunde. Ja, da hat gerade das Telefon geklingelt und ich wurde leider dann. Also, ich musste rangehen und wurde dann natürlich gefressen. Aber das soll uns jetzt nicht aufhalten hier. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Und uns den ein oder anderen Kollegen hier schnappen. Alter Vater, guckt euch den mal an, ey. Der ist noch größer als der eine Typ eben, glaube ich. Er ist jetzt auch erster NBK Beast. Das ist auf jeden Fall mal ein richtiger Koloss, während wir auch nochmal einen gefressen haben. Ja, ich hatte eben schon mal wieder so an die 1000 Punkte, nachdem ich in der ersten Runde 1700 hatte. Wurde aber natürlich, weil ich geteilt war, gefressen, genau wie jetzt. Ich muss mich ein bisschen ja, von der Ecke fernhalten, aber hier rechts ist halt dieser Riesentyp. Da will ich auch nicht unbedingt reinfahren. Und ich komme da quasi jetzt gerade nicht durch. Ja, jetzt geht es hier ziemlich groß voran. Er hat sich jetzt ein paar Mal geteilt. Oh, jetzt hat er aber was abgegeben hier. I need a bro hat ihn jetzt, glaube ich, zum Teil gefressen, aber wahrscheinlich, vielleicht arbeiten die auch zusammen, wer weiß. Kann natürlich sein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir nicht hier noch ein bisschen was. Oh, scheiße. Kriegen. Nein, daneben hergeschossen. Scheiße. Jetzt bin ich natürlich wieder klein. So, was macht er jetzt hier? Er ballert die Masse frei in die Gegend, weil er flüchten will vor dem etwas Größeren. Aber das war gut für uns. Dann konnten wir ein bisschen was kassieren. Den kassieren wir auch. Und jetzt fahren wir mal schnell hier weg, um nicht selber noch gefressen zu werden. Jetzt füttert der Nächste ihn. Er füttert den wieder hin und her. Die teilen sich die Masse gegenseitig, beziehungsweise der Kleine versucht, glaube ich, den Großen zu füttern, damit er langsamer wird und der andere Typ ihn fressen kann. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, aber das ist ein spannender Battle hier. Vielleicht können wir da ein bisschen was abgreifen, wenn wir uns da mal in der Nähe aufhalten. Den nehmen wir erstmal so mit. Den kleinen Saba und sind jetzt wieder über 1000. Aber hier ist jetzt die Spannung auf jeden Fall ja, zum Zerreißen. Oder die Anspannung ist auf jeden Fall... Ach, wie sagt man das denn? Scheiße. Keine Ahnung. Jetzt ist gleich vorbei, glaube ich. Wir bleiben da mal in der Nähe. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was abstauben, wenn er noch ein bisschen was in der Gegend rumschießt, ne? Ist natürlich auch gefährlich. Muss man immer so ein bisschen gucken. Vielleicht sollten wir erstmal zusehen, dass wir wieder zusammen dödeln. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Punkte. Ja. Mal gucken, was wir noch so kriegen. Den kleinen, den nehmen wir
Sollen wir den mal mitnehmen? Soll ich mich teilen? Soll ich mich teilen für den kleinen Futzel? Das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Aber da oben können wir. Komm. Was soll's? Den nehmen wir mit. Waren zwar nicht viele Punkte, aber ist egal. Die 30 Sekunden, die kriegen wir schon überbrückt, um uns wieder zusammen zu düllen. Wir müssen aber gucken, dass wir nicht zu sehr in die Ecke fahren. Das ist immer gefährlich. Ihr seht, ich habe auch schon wieder eine andere Farbe. Ich wurde eben wieder in der Ecke gefressen, weil ich jemanden in die Ecke gejagt habe. Hab mich dann geteilt, hab den auch gefressen. Hatte dann auch irgendwie so, weiß nicht, 1000 Punkte wieder grob. Und wurde dann aber gefressen. Ne, nicht 1000, 800 oder so. Wurde dann aber gefressen. Von daher konnte ich da nicht groß mich wehren. Jetzt will ich aber mal eben erst wieder zusammengehen. I'm King Bitches. Den könnte ich jetzt fressen, wenn ich mich teile, aber dazu bin ich jetzt mal zu faul. Einmal habe ich mich ja auch ein bisschen vertan. Da wollte ich in so eine Zelle reinschießen. Auch wenn ich eigentlich meine, dass das nicht viel bringt, aber dann habe ich aus Versehen 5-mal Leertaste gedrückt. Dann war das natürlich auch nicht so clever. So, hier oben den gelben. Wenn wir da ein bisschen näher rankommen, wäre das doch ein schönes Opfer. Oh, da kommt was Großes oder Gutes von links oben. Oh! Wenn die immer so plötzlich auftauchen, ne, da kannst du nichts machen. Wenn die von oben sich quasi runterschießen oder so in dein Bild rein. Da hast du echt manchmal ein Problem. Aber das kriegen wir schon gelöst, indem wir jetzt hier unten weiter rumfahren. Richtung Mitte so ein bisschen. Jumbo, jeder zweite heißt hier Jumbo, das gibt's doch nicht. So, aber dann fressen wir den jetzt, das hat er jetzt davon. So, 1800, es läuft jetzt wieder ein bisschen besser. Ist auch, glaube ich, schon die 10. Runde, die ich spiele. Müssen wir natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht geeatet werden. Geeaten? Aha, den könnten wir... Nee. Der nervt mich ein bisschen. Ich will erst wieder mich hier vereinigen mit dem großen Ball. Bevor wir weitermachen. Ah, da oben gibt es Punkte. Ah! Es war so klar. Es war so klar, dass da wieder eine Falle ist. Oder was auch immer. Oder der Typ sich das alles eins denkt. Das gibt's doch nicht. 1816. Halleluja. Ja, es ist halt, wenn man hier alleine arbeitet, ohne Team, hat man echt kein leichtes Leben. Das ist halt wirklich das Problem, ohne Team. Ich könnte mir ja einen Teampartner suchen, aber das... Ja, keine Ahnung. Wenn, dann würde ich am liebsten mal mit Fred spielen. Dann müsste man bei Fred unter die Videos ein bisschen spammen, dass der mal mit mir spielen soll. Der soll sich mal damit beschäftigen und dann mal mit mir zocken eine Runde. Dann werden wir das vielleicht mal als Team probieren. Ich habe das ja schon mal gesehen, wie das funktionieren kann, indem man sich gegenseitig immer die Masse zuschiebt, sich teilt, dann irgendwann frisst und sich dann wieder gegenseitig halt füttert. Damit immer einer groß ist und der nächste kleinere ein bisschen schneller ist. Und ja, das ist nicht verkehrt, aber das halt, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen üben. Dafür müssten wir dann vielleicht ein, zwei Mal auch so zocken. Aber das wäre vielleicht noch ein Plan, den wir mal umsetzen könnten. Alter, wieder! Manchmal kommen die einfach voll plötzlich. Ich verstehe das nicht. Alex Boss. Den könnten wir uns mal holen. Ja, hier ist schon wieder ein großer Battle am Start. Gelb gegen Rot. Ah, ich will mich da manchmal... Manchmal, wenn man sich da so ein bisschen dranhängt, dann kann man da ein paar Punkte absnacken, aber das ist jetzt gerade nicht der Fall gewesen. Manchmal teilen die sich ja dann so ein bisschen oder füttern mal was raus, um Speed zu kriegen. Und, ja, mal gucken. Wir werden das auf jeden Fall noch rocken hier. Da bin ich mir relativ sicher, auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir uns jetzt erst wieder zusammenfinden und dann nochmal ein Ründchen auf Jagd gehen. Jawohl. 800, ich bin jetzt gerade zu 3 geteilt, aber ich musste noch ein bisschen was fangen. Das lief ganz gut, aber müssen wir noch mal gucken. Hier sind wieder ganz viele kleine Pünktchen, die man sich mal so snacken kann, aber dann kommt wieder Fuck Team und frisst mich wieder. Ich sehe es kommen. Wir sind wieder bei 1000. Aber dieser Fuck Team, der hat mich eben schon gefressen. Ich weiß nicht, was der... oder wie der das anstellt. Der hat mich... Ich weiß nicht, ob der mich eben gelockt hat, ob der mit irgendwem zusammenarbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass da mehrere zusammenarbeiten. Quack, quack, kriege ich den? Ja, den kriege ich, super. 1200 Punkte. Das läuft doch. Das läuft wie geschmiert. Ist zwar noch nicht so viel, jetzt könnte ich mich nochmal teilen. Dann ist aber das Risiko wieder sehr groß, dass ich gefressen werde. Ja, nicht so nah an die Zelle hier. Der Wun-Wun holt sich das auch, aber jetzt könnte ich mir Wun-Wun, wenn ich jetzt zusammen wäre, könnte ich mir Wun-Wun holen. Aber hier ist eigentlich ganz gute Beute gerade.
Oh, Ehren, geh weg. Ehren, Ehren, Ehren. Lass mich in Ruhe. So. Wunwun. Alter, was geht denn hier ab? Den haben wir mal geholt. 1500, ja. Das ist mir zu gefährlich hier, die ganze Sache. 6 Alal, den können wir uns doch mal holen, oder? Alter, jetzt kommt schon wieder was Großes von links unten. GGP, lass ihn bitte sich nicht teilen. Es war so klar, ich kam nicht mehr weg. Ich komme heute irgendwie zu nichts, irgendwie läuft's nicht. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Und das ist jetzt ein bisschen frustrierend, dass ich nicht über 2000 gekommen bin, irgendwie mal oder so. Aber, ja. Das ist das Spiel. Manchmal kann man es halt nicht ändern. Es ist natürlich auch schwierig, wenn man ohne Teampartner spielt, aber das macht, ich persönlich, weiß nicht, ich bin immer noch kein Freund davon, auch wenn man dann natürlich viel bessere Chancen hat, höher zu kommen mit den Punkten. Aber okay, wir kommen mittlerweile in jeder Runde über 1000, das ist auch nicht verkehrt. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren und weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zugucken, Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Bis dahin, macht's gut und tschüss.